wir auch bald im Rennen sehen werden. Dann haben wir das Team. Ihr könnt natürlich gerne alle nochmal auf den Rennkurs Probe fahren, ihr könnt Probe laden. Ich erkläre das dann auch gleich nochmal, wie das genau funktioniert. Hundert Newtonmeter. Ist hier noch irgendwie noch drauf? Ich dachte, das ist eine Abkühlung. Ist ja nur hinten, gell? Ich glaube, zum Messen. Ich schätze mal. Guck mal, hier an der Stelle, Kerst, guck mal. Ja, da ist der. Das ist ein Magnet oder was ist da, ja? Was ist das hier? Der Sensor. Sensor, ja. Ja, ich denke mal, deswegen ist der. Thank you.
Schon nach Eimerfahrt aus. Guck mal, wie neu die Karte aussieht. Das da, weil er hingefallen ist. Aber guck. Schon. Der hat da mit Schrank zum Knauf. Die Dinger sind ja geil. Das finde ich ja geil. Das ist ja nicht schlecht. Ist das überall? Hallo. Die kann man dann überall anbringen, wo eine GoPro-Aufnahme vorhanden ist. Und dann hier diese Vorbaugeschichte, heißt Flexi-Mount, weil man sie halt auf verschiedene Breiten oder Schraubenabstände da einstellen kann. Und das findet man auch auf ihrer Webseite, da kann man das Ganze nachgucken. Das ist interessant. Was ist das hier eigentlich? Kann ich dir genau sagen, die Kette zu messen. Dieses Ding hier sieht zumindest mal richtig krass aus. Hier ist ja alles dran. Glaube ich zumindest. Ach, Kettenöffner, Kettennieter. Ach, jetzt, wo du es jetzt sagst, ja. In der Schraube habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Schon stark aus. Geil. Ja, auf jeden Fall. Ziemlich geil. Elektrische Schaltung. Ja.
Der hat einen Range Extender. Ja, ja, okay. Also aber der hat ja, ich glaube, 15 und noch einen Range Extender, glaube ich, von 500. Aber hier selbst dieses Ding. Hier, 15. Ja, aber das ist genau der Grund dafür, für diese richtig massiven Unterrohre, die Sie hier sehen. Das hier beispielsweise nur 800 hat, also die Hälfte. Das ist einfach dann und wir haben ja auch keine Lage, die wir bei den Kinder. Es kann ja auch passieren. Alter, ich habe Kinder, ich bin halt nicht mehr 16 und wenn du da nicht so reinkommst, das ist für mich ist einfach so. Ich will halt nicht damit zum Biergarten fahren, wie halt manche andere. Weißt du? Ja. Und dann habe ich halt gemerkt, so, okay, so eben. Aber ich glaube, das ist denen auch bewusst. Have a nice day. Yeah, you too. Thanks.